Jo, Taro, ich bin der Plexi und ich muss auch was zum Gronkh seinem Video-Special sagen. Ich muss sagen, ich bin total aus dem Häuschen. So viele coole Games, also ich glaube, die findet man wirklich nicht mehr auf einem Haufen. Und da habe ich mir natürlich gedacht, was kann ich dazu beitragen? Ich habe leider viele meiner alten Spiele selbst weggeworfen, muss ich sagen. Aber ich möchte die Sammlung kurz ergänzen, weil du ja einen Titel, einen ganz beliebten, nicht gezeigt hast. Deswegen zeige ich ihn dir hier nochmal in meiner Version, mich Monkey Island 1. Wirklich hier auch noch in der, ich weiß gar nicht, ob man das oben sehen kann, Powerplay Edition, komplett auf Deutsch, habe ich damals auch irgendwann gekauft, ist noch original, kann man sogar hier sehen mit der Codescheibe, ich muss das mal ein bisschen komisch halten, dass ich das sehen kann, der Codescheibe, die man vielleicht kennt, den 4 Disketten, ich hoffe, die funktionieren alle noch, ich habe die schon ewig nicht mehr ausprobiert und natürlich hier einem Computerspiele zu gewinnen, Software Gold, einer Garantiekarte, man glaubt es gar nicht, ja. Was man vor allem hier ausgefüllt hat, ich weiß gar nicht, ob man das zeigen kann, was hier steht. Was steht hier? PC 386 habe ich gehabt. Und wie viel Speicherplatz hat der Computer? 200 Kilobyte, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich das geschrieben habe. Also wirklich uralt. Was lese ich? Chip, Powerplay, ASM, Playtime. Ja, auf diesem Weg, Gronkh, viel Spaß mit deinen Abonnenten und ich gönn's dir. Du machst deine Sache wirklich super gut. Und ja, vielleicht zeige ich dir irgendwann nochmal was anderes aus meiner Spielsammlung. Viel Spaß!